Wir befinden uns jetzt hier mit Blick auf das Wasser auf der anderen Uferseite der Friedrichsgracht, hier am Spreekanal. Hinter dem Wasser ist die Promenade und die Gartenanlage. Herr Kühne, worum geht es hier in der dritten Umfrage? Wir sind hier ja in einer klassischen Kanalsituation mit steilen Uferwänden und Geländern an beiden Seiten, sodass es nicht möglich ist, hier ans Wasser und schon gar nicht ins Wasser zu kommen. An vielen Stellen in der Berliner Innenstadt wollen wir das Wasser zugänglicher machen. Und ein wichtiger Impuls in diesem Bereich sind die Ideen des Flussbades, dass hier vielleicht sogar eines Tages schwimmen zu können. Und um die Zugänglichkeit zu verbessern und damit auch die Aufenthaltsqualität, man sitzt ja sehr gerne mit Blick auf das Wasser, untersuchen wir, inwieweit Eingriffe in die Ufermauer notwendig und hilfreich sind, aber auch, was auf dem Wasser selbst gemacht werden kann. Sind dort Stege hilfreich oder bootsähnliche Situationen? Und vor allem, wie kann man den Höhenunterschied zwischen Wasser- und Promenadenebene überwinden, sodass alle Besucher hier uneingeschränkt auch die Wege benutzen können? Und das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, die von den drei Teams zu bearbeiten war. Dann schauen wir uns diese drei Entwürfe einmal an. Dies ist der Entwurf A. Dieses Konzept zeichnet sich durch eine U-förmige Steganlage unterhalb des Wehres aus. Hier ist vorgesehen, dass man auf die Wasserebene von beiden Uferseiten kommen kann. Und es gibt Rampen, die den Höhenunterschied überwinden. Das wäre eine Lösung, die weitgehend ohne Eingriffe in die Ufermauern realisierbar wäre. Vorgeschlagen wird zudem, dass hier bei den Stegen, aber auch bei einem Holzdeck hier am Wasser zusätzliche Sitzgelegenheiten angeboten werden. Dann schauen wir uns jetzt Entwurf B an. Dieses Konzept löst die Aufgabe durch eine Steganlage über fast die gesamte Länge des zu beplanenden Abschnitts. Die Rampen sind im Bereich einer neuen Treppe. Also Rampen und Treppe sind in die Uferzone eingelassen, konzentriert. Und Ziel ist eine Plattform mit einer Treppe zum Wasser ungefähr auf der Höhe des Staatsratsgebäudes. Dieses Konzept schlägt vor, diese Steganlage mit zusätzlichen Baumpflanzungen am Ufer zu verbinden und sowohl am Ufer als auch vor dem Garten sollen eine Vielzahl von Sitzmöglichkeiten geschaffen werden. Kommen wir nun zu Entwurf C. Das dritte Konzept konzentriert die Steganlage mit einer Art Badeschiff im Bereich unterhalb des Wehrs. Hier ist vorgeschlagen, dass man sowohl von der benachbarten Brücke als auch vom Ufer über eine Treppen- und Rampenanlage auf die Plattform am Wasser kommt, auf der es auch eine große Sitzbank gibt. Sitzbänke sind auch auf der Promenadenebene und vor dem Garten vorgeschlagen. Auch dieses Konzept wäre realisierbar durch Eingriffe in die Ufermauer, die sich über eine größere Strecke hinziehen würden. Vielen Dank. Dann sind jetzt Sie gefragt. Wie bewerten Sie diese drei Entwürfe, diese drei unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten? Ab dem 20. Juli und noch bis zum 9. August können Sie diese Entwürfe bewerten, entweder auf der Plattform meinberlin.de oder Sie lassen sich von uns das ganze Beteiligungspaket postalisch nach Hause schicken. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen und Ihre Bewertung. Viel Spaß!